Aber zunächst mal schreiten wir zur Siegerehrung und holen so wie die zweite Bronzemedaille für den Deutschen Schwimmverband an diesem Tag ab. Erschwommen haben sie Britta Steffen, Silke Lipport, Lisa Fitting und Daniela Schreiber. Ja, das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr guter Auftakt. Die Mädels können zufrieden sein. Ja, in Rom hat es dann sogar für Silber gereicht, aber deswegen soll das nicht unbedingt als Rückschritt zu sehen sein. In Rom war es eine positive Überraschung, an den US-Amerikanerinnen vorbeizuschwimmen, die da sogar nur Vierte wurden, hinter Australien. Aber im Normalfall USA und Niederlande immer an 1 und 2 zu sehen. Niederlande zunächst mal eigentlich an 1. Denn in dieser Besetzung, ja, da müssen sie einfach Gold holen, das ist völlig klar. Pieter van den Hoogenband hat das ja vor unserer Berichterstattung auch schon gesagt. Er ist selber immer wieder erstaunt, gerade bei den Frauen, was die da für eine Leistungsbreite in der Spitze hinbekommen. Gerade was die Sprintstrecken angeht. So ein kleines Land, aber mit so vielen Top-Sprinterinnen auf 50 und 100 Meter, das ist schon wirklich erstaunlich. Und diese Staffel, die hat so ziemlich alles abgeräumt, was es in den letzten Jahren abzuräumen gab. Dieses Mal sah es so aus, als wären sie zu knacken von den US-Amerikanerinnen. Aber dann kam Femke Heemskerk und hat alles nochmal gerade gerückt. Ah, hier sieht man auch unsere jüngste Teilnehmerin Silke Lipok mit 17 Jahren. Erste Weltmeisterschaftsteilnahme, direkt das erste Finale, direkt die erste Medaille. Ich denke mal, das ist nicht gerade von schlechten Eltern. Die kann sehr, sehr stolz und zufrieden sein. Tja, und jetzt können sie ihre 200 ganz locker angehen. Ja, und hier Natalie Coughlin vorne, eine sehr, sehr starke Leistung hat Britta Steffen, die Weltmeisterin, Weltrekordlerin, Olympiasiegerin, doch geschlagen. Das wird ein ganz spannendes Rennen über 100 Meter gegen die Holländerin, gegen Coughlin. Sehr, sehr, sehr interessant, aber Britt hat gezeigt, sie ist in sehr guter Verfassung, sie ist in guter Form, hat die Deutschen in eine gute Ausgangsposition für die 4x1 gebracht, mit Bronze dann belohnt worden. Und die Holländer, dazu muss man sagen, seit Inge de Bruijn immer im Kraul, immer im Sprintbereich, ja. 50 und 100 vorne dabei. Feldhuis ist jetzt auch über lange Jahre dabei, hat jetzt eine Auszeit von 1,5 Jahren gehabt, weil sie Mutter geworden ist. Aber ansonsten sind die Holländer das Freistilland. Zum Glück sind sie nicht mehr das Fußballland. Naja, waren sie bei der letzten WM auch vor uns. Da haben wir doch nicht zugeguckt, oder? Muss man einfach mal hinnehmen. Ja, ja, eben. Da hatten wir eine schlechte Woche. Aber sie haben auch gegen Spanien verloren. Richtig, richtig. Nein, aber das ist eine Mannschaft, die auch schon über lange Jahre jetzt so top im Freistil. Ja, es ist Bereich, also sich zeigen. Kurzbahn-Weltmeister, Kurzbahn-Europameister, jetzt zum zweiten Mal hintereinander Langbahn-Weltmeister, ja. Olympiasieger. Also die stehen da völlig verdient oben. Gar keine Frage. Und die sind auch ausbaufähig. Also Inge Decker vorne war nicht ganz so souverän, eine Sekunde langsamer als der Rest ihrer Mannschaft geschwommen. Aber diejenigen, die vorher immer nur in Anführungszeichen Staffelmedaillen geholt haben, wie Kromo Vidjojo, wie Femke Heemskerk, ja, die haben jetzt gerade in Dubai gezeigt, sie sind auch in der Lage, allein zu Gold zu schwimmen. Genau, und jetzt müssen sie auf der Langbahn auch noch zeigen, dass sie Weltmeister bzw. um die Medaillen hier auf der Langbahn schwimmen können. Aber sie haben auch schon alles jetzt gewonnen in diesem Bereich, deswegen so eine Medaille am ersten Tag gibt natürlich Zuversicht, gibt sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und auch natürlich Vertrauen für die nächsten Events, für die nächsten Rennen. Und ja, schauen wir, wie unsere Britta dagegen halten kann. Das ist für mich immer sehr, sehr interessant. Die sieht nicht ganz so happy glücklich aus. Die Holländer strahlen, klar, die sind Erster geworden, strahlen mehr, aber Bronze ist jetzt ja keine Schande. Die Deutschen gewinnen auch nicht immer an einem Tag zweimal Bronze, deswegen, das ist schon eine tolle Leistung. Also ich bin zufrieden. Tja, die Niederländerinnen kriegen auch nur denselben Kuschelhasen aus China. Du guck die an. Deutschen Damen auch. Ja. Und dieselben Blümchen. Nur die Medaille hat eine andere Farbe. Also 4x 100 Meter freies Lach, so heißt das auf Niederländisch. Gouden Medaille für Nederland. Dann singst du jetzt auch die Hymne mal live mit, ne? Das lassen wir lieber. Okay.
Handball for the Dutch interviews in 10. So, die Niederländerinnen also holen sich erwartungsgemäß dann doch die Goldmedaille. Es war im Rennverlauf knapper, als wir es erwartet haben. Femke Heemskerk musste es am Ende nach Hause schwimmen. Die junge Dame ganz rechts. The most irritating question. How does it feel? Tja, Peter van den Hohenband mit einer ganz außergewöhnlichen Frage. Wie fühlt sich das an? Und die Mädels finden es toll. No, we are in excellent shape. We did it together. We're again win the gold medal and I think so. Tja, wir gewinnen natürlich alle zusammen und haben mal wieder Gold geholt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich jetzt schon so schnell schwimmen kann, aber insgesamt ein guter Job des Teams. Hast du den Druck gefühlt, dass du es jetzt nach Hause schwimmen musst? Ja, war ganz anders als noch in Rom oder in Peking. Zum ersten Mal war ich als Schlussschwimmerin eingesetzt. Und heute Morgen wusste ich aber schon, dass ich gut drauf bin und dass ich sehr schnell schwimmen kann. Hast du das schon mal gesehen? Ein Holländer interviewt Holländer und auf Englisch? Ja. Hätte Kari Enders nicht mal auch übersetzen können, wenn die sich auf Holländisch unterhalten? So was kommt vor. Ne? Rüdi Carrell hat auch im deutschen Fernsehen deutsche Unterhaltungsshow gemacht. Sensationell, ja. Sensationell. Gibt's alles. Ja, Wahnsinn. Also, die haben allen Grund zu strahlen und ich bin sicher, die eine oder andere, Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk allen voran, die werden wir noch ein paar Mal auf dem Podium sehen bei diesen Schwimmweltmeisterschaften.